Haupthausen. Es geht wieder über 2000 Meter. Wir haben hier 10 Pferde am Start. Programm Nummer 1, Chapter 1, Michael Lynch. Die 2, More Junction und Robin Gott. Die 3, Volk, Fire Lane, Ralf Oppoli. Weiter geht's mit der 5, Gently Boko, Jaap van Rijn. Die 6 Hurricane Boshobe wird von Jochen Holzschuh gefahren. Beachten Sie bitte den Fahrerwechsel bei der 6 Hurricane Boshobe mit Jochen Holzschuh. Dann die 7 Sjors Roland Hülskalt. Die 4 Eisel Rob de Vlieger. Start Nummer 8 an Hotspot Erwin Bott. Die 9 Mismara mit André Backer. Und die 10 Gleiber Bros Dion Tesseler. So, Start ist 3 fürs 4. Rennen. Der Preis von Rotthausen. Vorletzte Prüfung am heutigen Freitag Mittag. Der ist inzwischen jetzt. Chapter 1, Michael Lynch. Mit der Startnummer 1. Bei den Übeln. Dann die Mord Judge. Mit Robin Gott. Die 3 Fire Lane, Halb Opoli. Die 4 Eisel, Rob de Rockenkamp. Die 5 Gently Boko, Jaap van Rijn. Die 6 Hurricane Boshobe. Mit Jochen Holzschuh, die 7 Sjors, Roland Hülskalt, die hat Hotspot, Erwin Gott, die 9 Wiesmara, André Backer und die 10 Gleiber Bros, die und Tesseler. Wir gehen gleich am 500 Meter Pfosten vorbei und dann warten wir auf die erste Zwischenzeit. 1:11:08 lautet sie. Hurricane Boshobe ist vorn. Hurricane Boshobe führt, dahinter Chapter 1, 2 Längen zurück, dann Fire Lane vor Innen More Junction, außen Gleiber Bros, dann Gently Boko mit. Außen Hotspot, an der linken Seite Eise, Mismara mit dem Radonfeld auf Sjors hat nach dem Start wieder abgeschlossen. Eine Runde noch zurückzulegen, Tempo natürlich jetzt deutlich gedrosselt worden. An der Spitze von Hurricane Boshobe nach der doch sehr, sehr flotten Eröffnung. Chapter 1 bleibt Zweiter, außen kommt gleich. Immer noch der Vorteil für Hurricane Boshobe, Gleiber Bros attackiert jetzt allerdings genauso wie in Chapter 1. In der Mitte der Bahn, Gleiber Bros im Vorteil, Hurricane Boshobe beginnen, versucht sich zu wehren, kommt allerdings nicht weiter. Chapter 1 schlüpft zwischen beiden durch und außen werden Mismara schnell gemacht. Chapter 1, Gleiber Bros, Mismara außen, Chapter 1 geht vorbei, Chapter 1 gewinnt gegen Gleiber Bros, Mismara, More Junction, dann im Auftrag für Boxpoint vor. Möglicherweise noch Fire Lake oder in den American Boss, wo wir 14:1 der. Das ist die erste Liga-Jugend für mich am heutigen Tag und bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht überholt. Denn dieses Pferd beim ersten Start in diesem Jahr gleich in so einer Art und Weise präsentiert und dann eine fünffache Serie chancenlos hinter sich zu lassen. Das kann man durchaus mal verbuchen. Wird auch morgen im Internet stehen unter Hashtag kann man mal so machen. Chapter 1, der dreijährige Donato Helfersohn aus der Zukunft von Jean-Pierre Dubois. Besitz der Herren Radler und Holzapfel stehen. Beim ersten Start in diesem Jahr, also gleich siegreich, Trainer ist Wolfgang geschickt, der uns im Vorfeld der Interview vieles und eigentlich alles wissen sollte.